Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich hatte es bei meinem DM-Haul schon gesagt, dass ich tatsächlich auch noch mal bei Rossmann eingekauft habe, weil ich das ein oder andere tatsächlich gar nicht bekommen habe mehr. Ja, unter anderem Olivenöl und Geschirrspültabs. Ja, es ist noch einiges mehr in meinem Einkaufskorb gelandet, aber egal, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gibt auch noch eine kleine Verlosung hier in diesem wundervollen Video und ich würde sagen, damit starten wir. Denn ich habe mir die Essence Aloha Honolulu Eyeshadow Palette bestellt. Jeder, der meinen Kanal schon etwas länger kennt und sieht, was ich teilweise für Lux schminke, weiß, dass ich diese Palette brauchte. Oh mein Gott, ist die geil. Die ist einfach kunterbunt und die musste safe aus dieser City Palettenreihe mit. Du hast ja hauptsächlich matte Töne, was nicht ganz so meins ist. Also ich bin eher der Schimmertonmensch. Diese Palette ist ein bisschen angespackt, die werde ich dann behalten. Genau, hier habe ich noch eine zweite. Die hat zwar hier eine kleine Einkerbung auch oben mit drin, aber ansonsten ist die etwas hübscher, sage ich jetzt einfach mal. Die wird in diesem Video verlost. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da gerne mal vorbei. Ja, ich werde die auch demnächst mal in einem Look schminken, dass ich die dann auch mal ein bisschen intensiver zeigen kann. Aber ich nehme mal hier jetzt die Folie ab, dass wir die uns mal anschauen können. Wie gesagt, du hast hier hauptsächlich matte Töne mit dabei. Dieser Ton hier oben ist ein bisschen schimmernd. Der lila Ton ist ein bisschen schimmernd. Der Blauton ist ein bisschen schimmernd. Der rote Ton ist meiner Meinung nach eher matt. Also du hast hier echt nicht viel Schimmer. Das heißt, das lässt da doch meine Augen etwas trocken. Ich muss mit der anderen Hand swatchen, weil diese Hand ist kaputt. Ich habe mich mit einem etwas zu scharfen Messer geschnitten. Das heißt, wir gucken uns zuallererst mal die Schimmertöne an, denn ich liebe Schimmertöne und ich will sehen, wie sie aussehen. Dann gucke ich mir... Oh. Nie. Und da habe ich schon direkt einen Look im Kopf. Ne? Wenn ich die drei Töne nur sehe, ist das schön. Das Lila ist jetzt nicht so ultra pigmentiert. Ich gehe da noch mal ein bisschen derbe rein. Ne? Dann gehe ich mit dem kleinen Finger mal in das Grün. Das ist, ja, schön. Matt. Aber ein geiles Grün ist das. Wow. Und dann gehe ich mit dem Daumen mal hier in dieses Rot rein, wo ich nicht genau weiß, ob das jetzt ein Schimmerton ist oder ein matter Ton. Ne, der sieht eher matt aus tatsächlich. So ein bisschen. Boah, aber richtig bunt. Heidenei. Okay. Ja, die Töne swatchen wir hier mal ein bisschen. Oh, der lila ist... Oh, der blau ist... Entschuldigung. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Claudia und ich bin eine leichte Liebhaberin von solchen Geschichten. Ich mag einfach, wenn es bunt ist, Leute. Gerade jetzt braucht man sowas Buntes. Deswegen finde ich es klasse, dass die jetzt diese Aloha Honolulu Geschichte rausgebracht haben. Ja, da wird demnächst auf jeden Fall ein Look mitkommen. Freue ich mich schon drauf. Und wo geht sowas immer hin? Genau, in die Hose. Entschuldigung. Ja, läuft bei mir. So, dann habe ich noch gesehen, dass es neue Tuchmasken gibt. Nicht, dass ich schon genug Masken hätte und dass ich mir eigentlich ein Maskenkaufverbot auferlegt hätte. Nein, es gibt neue und vor allem, ich meine, hier ist einfach ein Küken drauf. Das musste mit, Leute. Das können wir nicht anders. Das ist I love spring. Ich liebe auch den Frühling. Ja, und dann hast du so kleine Küken im Gesicht. Jedenfalls sieht das hier bei der Lady so aus, die das sich so halb ins Gesicht hält. Ja, was die machen sollen, ist mir furzegal. Die sieht süß aus. Hyaluron- und Orangenextrakt sind drin und das soll einfach feuchtigkeitsspendend sein. Limited Edition und das ist total niedlich. Ja, und dann habe ich mitgenommen die Isana Hydrogel-Maske mit Hyaluron. Das ist eine zweigeteilte Maske, die ich einfach mal testen wollte. So als, Alternative zu den Neutrogena-Masken zum Beispiel, weil die Neutrogena-Masken sind ja doch ein bisschen teurer und da wollte ich mal gucken, ob die vielleicht eine gute Alternative wäre. Sally Hansen hatte Ausverkauf. Ich habe mir Nagellacke mitgenommen. Es macht gar keinen Sinn, aber ich habe es trotzdem getan. Ich habe nämlich genug Nagellacke da, aber es ist egal. Das hier ist einmal der Miracle Gel in der Farbe 446 Ready Set Run. Der hat nämlich so orangene Sparkles mit drauf. Oh, richtig schön, oder? Der gefällt mir. Ja, dann habe ich mir mitgenommen den Argan Oil Formula Color Therapy von Sally Hansen in der Farbe 280 Ropes and Rosé.
Oh, der ist auch richtig schön. Der hat auch so richtig Perlmutt-Schimmer mit da drin. Der sieht sehr, sehr extravagant aus. Wenn er mit Arganöl ist, dann ist er ja auch pflegend. Und das ist dann ja auch gut. Und dann pflege ich ja meine Nägel damit ein bisschen. Dann habe ich mir von Catrice mitgenommen Iron Strength Hardening Nail Polish und 82% Agree Harder and Less Breaking Nails in Just One Week. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie, wie heißt das nochmal? Fällt mir gerade nicht ein, dieses ganz teure Zeug, was man sich auf die Nägel machen kann und dann werden die Nägel damit härter. Ich habe mir gedacht, das könnte damit auch funktionieren, weil du machst dir das irgendwie auch alle 2 Tage drauf, musst dir das dann immer wieder runternehmen. Genau, und Nagellack zu spürbaren Stärkung brüchiger und weicher Nägel, angereichert mit einem Mineralkomplex, der Zink, Magnesium, Silizium, Eisen und Kupfer enthält. Ne? Ja, wollte ich mal ausprobieren und das ist, glaube ich, auch eine bestimmte Farbe. Holy Topaz, die Nummer 02. Ja, ja, und dann habe ich mir einen Lippenstift genommen. Ich weiß gar nicht, ob der auch im Ausverkauf war, aber ich fand die Verpackung so schön von L'Oreal. Es ist pink eigentlich, ne? Ja, auch der wird demnächst mal getestet. Pitaya Plump, Colorish Shine. Ich glaube, Pitaya Plump ist da tatsächlich die Farbbezeichnung. Oh, das ist so hübsch. Was soll ich da groß zu sagen? Ich habe auch genug Lippenprodukte, sodass ich mir eigentlich keine mehr kaufen müsste. Aber dann stöberst du so und scrollst dich so durch und denkst du, ach, hübsch. Und ich glaube, der ist auch so schier. Ja, wirklich zarter, angenehmer Duft. Swatch ich dich unten. Ja, oh, der ist rosa, aber so zart, so schier. Oh, der kann auch gut zu dem Look passen übrigens, ne? Ja, der wird da kombiniert. Ja. Dann habe ich, wie gesagt, Geschirrspültabs mitgenommen. Das waren die, die noch verfügbar waren. Ich habe echt die ganze Zeit gefiebert, dass sie auch nicht aus meinem Warenkorb verschwinden. Es sind 2 Sachen aus meinem Warenkorb verschwunden. Das waren einmal Leckerlis für Sammy, die ich bestellt habe. Und das sind auch Schuhsohlen gewesen, so frische Sohlen, die ich mitbestellt habe. Die sind dann, nachdem ich die Bestellung abgeschlossen habe, einen Tag später quasi per PayPal zurückerstattet worden, weil die dann nicht mehr verfügbar waren. Tja, aber das hier war verfügbar und wurde dann jetzt auch offensichtlich geliefert. Ne? Ja. Ich mag die eigentlich lieber, wenn die so eine selbstlösende Folie haben. Das ist jetzt nicht in so einer selbstlösenden Folie, aber furz egal. Wir brauchen Geschirrreiniger-Tabs und das ist mir wirklich egal, welche das dann sind. Hauptsache, ich kriege dann noch irgendwie welche. Ne? Gut. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das hier ist nämlich ein Spülmittel von Frosch. Und ich hatte bei DM schon die ganze Zeit gestöbert und gehofft, dass ich irgendwas von Frosch, von den Utensilien, die ich mir geholt habe, von Frosch hätte mitnehmen können, aber die waren alle ausverkauft. Aber bei Rossmann bin ich fündig geworden, denn das Handspülmittel, was ich haben wollte, gab es noch. Frosch für saubere Meere, frei von Mikroplastik. Und es ist einfach nicht nur optisch total schön, sondern es ist auch einfach vom Gedanken her sehr, sehr nett. Und zwar ist die Flasche aus 100% Altplastik, was ich gut finde. Wie gesagt, frei von Mikroplastik, übrigens Seehunde, meine absoluten Lieblingstiere. Ja, auch als Kind. Ich hatte, glaube ich, 20 oder so Plüsch-Seehunde. Ich liebe es. Ich hatte auch Bücher von Seehunden. Ein Robbenbaby wächst heran. Ich habe es geliebt. Ich kannte es nachher auswendig. Ich habe es nachher abgeschrieben. Mit solchen Büchern habe ich schreiben gelernt. Egal. Auf jeden Fall, ich mag Seehunde und bin voll froh, dass die auch mit drauf sind. Ja, und Frosch ist eine gute Marke und da sind auch Frösche drauf. Wir haben aktuell Kauquappen im Teich. Ich mag auch Frösche. Ja, so. Ja, mit Meeresmineralien. 5,5 pH neutral, auch das ist sehr freundlich, also alles tutti, alles gut, ne? Verpackung gut, Inhalt gut, Packaging Design gut, warum nicht? Zahlt man auch einfach mal ein paar Euro mehr oder ein paar Cent mehr, ist scheißegal. Dann habe ich von Impresan Desinfektion den Wäsche-Desinfektion-Hygienespüler sensitiv mitgenommen. Ich finde, gerade zur aktuellen Zeit braucht man sowas einfach für sein Gewissen. Ich weiß, dass es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, aber ich hab's einfach gerne in der Wäsche, Leute. Und lass mir da auch einfach nicht reinquatschen, wenn man das mal so sagen darf. Meine Wäsche riecht weniger, wenn ich das hier verwende. Ich habe das einfach manchmal, dass auch Wäsche einfach nachriecht. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist irgendwie ganz merkwürdig. Hier ist es so, dass die Flasche sogar aus recyceltem Material ist, was natürlich wiederum positiv ist, oder? Genau, ja. Und das ist auch ideal für Allergiker und sensible Haut. Es ist ohne Farb- und Duftstoffe und das beseitigt mehr als 99,9% spezieller Bakterien, Pilzen und Viren, ne? Also jetzt nicht unbedingt
die schlimmsten aller Viren, aber es ist halt ein gutes Gefühl. Und ich finde auch irgendwie, die Wäsche ist dann irgendwie sauberer. So auch vom Duft her. Ich weiß es nicht. Normalerweise benutzen wir den Wäscheball, wo wir dann ätherisches Öl reinmachen und fertig. Nicht irgendwas noch zugeben. Aber wenn ich manchmal dann doch das ein oder andere mit durchwasche, was dreckiger ist oder wie auch immer, dann möchte ich es auch einfach irgendwie vom Gefühl her sauberer haben. So, ich bin eigentlich ein absoluter Gegner von Haarspray. Sage ich immer wieder, ist auch so. Da ich aber jetzt des Öfteren unter meinen Videos darauf hingewiesen worden bin, dass meine Haare hier abstehen und keine Ahnung, hier abstehen und alles irgendwie absteht und dass die Leute scheinbar auch stört, habe ich mir gedacht, naja, vielleicht stört es auch die Leute, die mir auf der Straße begegnen. Mich stört es tatsächlich auch manchmal. Ja, muss ich zugeben. Aber ich möchte nicht diese Haarspray-Geschichten, die in diesen Metallsprühflaschen drin sind. Das möchte ich einfach nicht. Ich möchte das einfach nicht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht ist das ja ganz cool. Das ist von Isana, das Haarspray Extra Strong, flexibler Halt. Und das ist in so einem Pumper drin. Und da habe ich mich einfach mal dazu hinreißen lassen, mir das zu holen und zu gucken, ob es funktioniert. Ob ich das gut finde, weiß ich noch nicht. Ich kann es jetzt ja auch mal einfach testen. Ich meine, warum nicht, ne? Muss mal gucken. Oha. Riecht nach sanftem Haarspray, aber nicht so nach hartem Haarspray. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Genau, also da müsste man das theoretisch aus 30 cm Entfernung auf die Haare sprühen. Uff. Und dann so anwappen. Das ist jetzt mehr auf meine Hand gesprüht als sonst irgendwo hin. Ja, es macht schon ein bisschen was. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt der Ultrahalt ist, aber ich will ja gar nicht den Ultrahalt. Ich möchte einfach nur, dass die Haare sich hinlegen und dann über Tag auch einfach mal liegen bleiben. Und ich möchte nicht, dass es jetzt irgendwie verklebt aussieht. Übrigens, mein Stuhl knackt, das tut mir leid. genau, ich möchte nicht, dass die Haare verkleben. Ich möchte einfach nur, dass es irgendwie in Form bleibt. Ne? Das ist der Plan. Und mal gucken, werde ich jetzt des Öfteren einfach mal verwenden und schauen, wie das so ist. Ja, ne? Überzeugt, Leute, überzeugt. Genauso habt ihr mich damals mal überzeugt, mir von Isana die Nagellackentferner Viecher zu holen, wo man seinen Finger reinstecken muss. Geile Beschreibung. Und da ich ja letztens mein Nagellack, ich teste alle Nagellacke-Video, gemacht habe, ist schon wieder ein neuer angebrochen worden. Und jetzt habe ich mir einfach einen nachgekauft. Das ist ein Backup, was ich jetzt einfach in den Schrank stellen werde für Nice to Have. So, auch ein paar Essensprodukte. Also Yum-Yum-Sachen durften mit. Denn ich habe ja eben schon gesagt, wir brauchten Olivenöl. Ich hätte es eigentlich heute zum Kochen gebraucht. Ja, die Box kam dann, als ich gerade mit dem Kochen fertig war. Super. Das ist jetzt von In der Bio das Bratolivenöl. Und das finde ich super, denn ich verwende Olivenöl tatsächlich hauptsächlich zum Braten. Salate mache ich eher weniger an. Ja, und das ist zum Braten, Backen und Frittieren. Und ich kann mir auch gut vorstellen, du kannst es notfalls auch einfach für einen Salat nehmen. Und ja. Finde ich gut. Habe ich noch eins bekommen, bei DM war es ausverkauft. Und das normale von Rossmann, das normale Olivenöl, war auch ausverkauft, deswegen habe ich das einfach mitgenommen. So, dann brauchte ich noch eine neue Marmelade. Da habe ich mir jetzt von In der Bio den Himbeeraufstrich geholt. Das finde ich ganz nett. Da bin ich gespannt, wie es schmeckt. Das weiß ich ja noch nicht. Ich habe die noch nicht ausprobiert. Und ja, die kosten zwar ein bisschen mehr als die, die man sich jetzt irgendwie im normalen Supermarkt holt. Aber es ist Bio. Keine Ahnung. Ich wollte es einfach auch mal ausprobieren. Ähnlich geht es mir hier mit dieser Milch-Schoko-Creme. Ne, so ein bisschen süß und so. Das mag ich ganz gerne. Eigentlich mag ich ja am liebsten Nutella, aber die Nutella von In der Bio mag ich nicht so gerne. Also nicht Nutella, sondern die Nuss-Nougat-Creme. Da wollte ich einfach die hier mal ausprobieren und die erinnert mich einfach an meine Kindheit. Da hatten wir uns auch mal solche Sachen von unserer Mama gewünscht und dann hatte die das auch mal mitgebracht. Das ist ganz cool. Und ja, das ist halt so eine Haselnusscreme mit, keine Ahnung was, irgendwas. Mit so einem Gedöns. Mal gucken, wie es schmeckt. Und last but not least gab es eine Rittersport Macadamia. Ja, die wollte ich ausprobieren. Ich mag Macadamia-Nüsse, das ist Nussklasse. Läuft, ne? Ja. Und die wollte ich dann einfach snacken. Weil wie gesagt, wir gehen... Habe ich das hier gesagt oder habe ich das im DM mal gesagt? Boah, du Stuhl! Der knatscht die ganze Zeit, weil er halt hier über die Fugen so dann minimal rollt und dann knackt er sich da immer rein. Egal, auf jeden Fall gehen wir aktuell nur einkaufen für Haushaltswaren, Süßigkeiten und Getränke. Alles andere kommt ja per HelloFresh zu uns. Und ja, da wollte ich mir dann vielleicht doch noch so ein bisschen Süßigkeiten mitnehmen. Ne? Ja, und da habe ich jetzt eine mitgenommen. Komm, läuft.
Okay, ja, das war jetzt der Rossmann-Haul, was du für die Verlosung dieser richtig geilen Palette tun musst. Ich freue mich schon drauf, die morgen zu testen, denn ja, morgen ist mein Testvideo oder ich schminke, also ich drehe da mein Testvideo, da freue ich mich richtig schon drauf. Okay. Genau, alles, was du dafür tun musst, um diese wundervolle Palette zu gewinnen, steht unten in der Infobox. Schau da einfach mal vorbei. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!